Hallo und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Ich habe mich hier mal ein bisschen umgeschaut, nur Anga hat mich gerade ein bisschen verwirrt. erstens mal, ich habe hier noch Mana-Steigerungstränke und Lebenssteigerungstränke. Ich habe keine Ahnung, warum ich die nicht sofort getrunken habe. Und zweitens, wenn ich mir mal eine Fackel in die Hand nehme, dann ist das Ganze hier doch schon ein bisschen heller und besser beleuchtet. Und dann gehe ich doch gerne nochmal in die Kammer des Ork-Häuptlings oder Oberst, wie hieß es? Keine Ahnung. Irgend so ein Ork-Fuzzi jedenfalls. Und da hinten seht ihr tatsächlich Fackeln, die halt leider nicht brennen, weil ich dachte halt, die brennen, aber die brennen tatsächlich nicht. Sondern die sind da einfach, na? Und man kann sie als Hebel ziehen. Genau, und deswegen habe ich die halt übersehen, weil die halt... Ach, guck mal, da hinten dran ist ein Hebel, der wahrscheinlich dann das Tor direkt öffnet. Hua, ein Suchender. Habe ich mein Amulett an? Ich hoffe doch. Oh, oh. Du bist gekommen, in mein Steiner rauszufordern. Yep. Aber dazu musst du erst an mir vorbei. Okay, kein Problem. Zusammen schaffen wir das, Anga. Ist hier noch einer? Ne, da ist keiner. So, okay. Ja, ich würde sagen, wir sind an dir vorbei. Yep, das Gold nehme ich. Danke für... Was? Hat er jetzt das Gold oder habe ich das Gold? Keine Ahnung. Ein Schwefel liegt da auf dem Boden. Okay. Nun gut. Ich brauche mal wieder 60 Mana und ein bisschen Leben. Ich heile mal einfach meine Wunden. Zack. Damit brauche ich 70 Mana. Und ich sag mal so, 5 Punkte verschwendet. Ist nur halb so wild. So. Und eigentlich würde ich sogar sagen, lass mal hier an dieser Stelle lieber speichern. So, Eisblock. Ein Echsenmensch. Mehrere Echsenmenschen. Oh oh. Zwei Echsenmenschen. Angar, das schaffst du, oder? Einer folgt mir. Beide folgen mir. Oh, das ist nicht gut. Hervorragend. Angar ist tatsächlich fast so gut wie Biff. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Vielleicht sogar ein bisschen besser. Er haut ziemlich gut rein. Biff hat ja einige Schläge gebraucht für so Echsenmenschen und Angar halt so, weiß nicht, zwei, drei. Nicht schlecht, ey, nicht schlecht. Gut, bevor ich jetzt hier in die nächste Falle reinrenne, halten sie den nächsten Echsenmenschen. Ich würde ja gerne die Kräuter einsammeln. Ich weiß, eigentlich habe ich genug, aber mir geht es eigentlich gar nicht um die Kräuter selbst, sondern ich will einfach checken, ob nicht vielleicht doch noch ein Kronstöckel darunter ist. 577 war es, genau. So, was... Oh, oh. Schon wieder eins von diesen Biestern. Nichts zu plündern. Ich nehme meine Nahkampfwaffe. Oh, okay. Da liegt noch ein Schwert. Okay, das hier ist eine größere... Boah, ein Zunder. Ich wollte gerade sagen... Ja, kein Problem. Ich will gerade eh nicht weiterlaufen, sondern zaubern. So viel dazu. Ich wollte gerade sagen, dass ich hier so eine größere Höhle mit... Naja, mindestens zwei Echsenmenschen. Und hinten noch mehr. Wisst ihr, was das heißt? Ihr wisst, was das heißt, oder? Zum Glück kann ich ja Angar sagen, dass er mir eben hier... Bleib zurück. Alles klar. ...zurückbleiben soll. Und dann bleibt er hoffentlich auch zurück. Ja, das scheint zu funktionieren. Ja, kommt her. Und ihr kommt her. Und da hinten sind noch mehr. Schau mal einer an. So, das gefällt mir. Hoffentlich bin ich schneller als hier. Okay, bin ich nicht. Verdammt. Gut. Die Idee war gut. Habe ich gespeichert vorher? Hätte ich vielleicht mal machen sollen. Mist. Ja gut, dann machen wir das hier eben nochmal. Lief ja eigentlich ganz gut.
Versehen an Gar gehauen. Da ist nichts zu holen. Das möchte ich natürlich nicht. So ist das Schwert. Ich hätte gerne die beiden Echsenschwerter. Ach, keine Ahnung. Ist ja egal. Echsenschwerter sind ja nicht so viel wert. So, bevor er wieder blöd kommt, direkt einfrieren. Dann ist jetzt nämlich die Zeit gekommen, endlich mal das schwarze Erz anzuwenden, tatsächlich. So, folgendes. Aber erstmal heilen. Wie viel halt leichte Wunden heilen? Ich brauche 200. 200. Scheint zu passen. Gut. Und mir fehlen 50 Mana. Sehr gut. So, ich bin voll geheilt. Ich speichere lieber erstmal, bevor ich Angar zurücklasse, weil ich nicht weiß, ob es vielleicht verbuggt ist. Bleib zurück. Alles klar. Ich weiß zwar nicht, ob es da einen Bug gibt, aber wenn es einen Bug gibt, dann hat ihn Gothic. So, schwarzes Erz. Schwarzes Erz sorgt dafür, dass ich doppelt so schnell bin. Das scheint zwar nicht so, aber tatsächlich bin ich doppelt so schnell, weil alles um mich rum mit der halben Geschwindigkeit läuft. Das heißt, die Echsen brauchen jetzt wesentlich länger, um zu mir zu kommen. Und damit schaffen sie es nicht rechtzeitig, mich anzugreifen, bevor ich meinen Zauber raushauen kann. So, hält das leider nicht allzu lange. Da hinten sind noch 3 Stück. Die hole ich mir auch noch schnell. So, das war's jetzt aber. Sehr schön. Dann futter ich aber eben meine Pilze, die ich da gefunden habe. Ach, und schau mal eine an. Ich habe ja noch so eine Drachenwurzel. Nicht, dass ich daraus Tränke machen würde. Würde ich nie tun. Deswegen esse ich hier einfach Stärke plus 1. Was soll's. So, bisschen Brot. Ah, oh, das dauert so lang. Ah, das dauert so lang. Man hat's knuspern. Das Brot ist sehr trocken. Deswegen eine Pfiffsuppe hinterher. Und noch einen Schinken. Sehr gut. So, Mana genau 300. Macht 6 hiervon. 2, 3, 4, 5 und 6. Und dann nehme ich mir nochmal eine Fackel in die Hand. Und schaue mich hier mal so ein bisschen um. Den Gegner habe ich ja schon besiegt. Hier an der Wand liegt nichts. Dafür gibt es hier 3 Truhen. Oh, muss ich knacken. Links, rechts, rechts, links, rechts. Ach, das war ja einfach. Fisch, Gletscherquarz, bisschen Mana, Pfeil, ein bisschen Gold. Ja. Ach, und die sind unverschlossen. So ist gut. Da ist effektiv halt genauso viel drin wie in der anderen, die verschlossen war. Ein Bogen, yay, und 5 Pfeile und etwas Gold. Warum ist da ein Bogen drin und ein paar Pfeile? Oha, da ist ein Drache. Uah. Apropos Drache. Hier, auf dem Weg hierher zu, habt ihr es vielleicht gesehen. Dracheneier. Haben die Echsenmenschen gebracht. Nichts zu plündern. Gut, die ganzen Echsenschwerter, ehrlich gesagt, die spare ich mir jetzt, weil die sind eh nichts wert. Aber tatsächlich bin ich auf der Suche nach Dingen hier in der Höhle, weil... Rechts, links, links, rechts, rechts, links... Links, rechts, rechts, links, links. Okay. Ich bin auf der Suche nach Dunkelpilzen, wie immer. Um meinen Mana noch ein bisschen zu steigern. Oder natürlich Kronstöckel. Links, rechts, links, rechts, links. Links, rechts, links, rechts, links. Okay. Das war's. Oh Mann. Ich muss sagen, ich finde es super, dass man hier die Schlösser selber knacken muss. Links, rechts, rechts, links. Links, rechts, rechts, links, rechts. Links, rechts, rechts, links, rechts, links. So rum. Ich finde das super, dass man die hier selber knackt, statt einfach nur irgendeinen Skill hochzuhauen und dann tausendmal zu versuchen. Ein alter Brief. Wie in so manch anderen Spielen. Ach genau, die Eier hier habe ich. Die Architektur der Höhle hat mich gerade ein wenig verwirrt. Aber nein, die Eier habe ich. Dann fehlen mir noch diese Eier hier. Und ich überlege gerade, ob ich Angaben nehme zu dem Drachen oder nicht.
Ich mache mal Folgendes, wenn ich jetzt gerade eh schon hier bin, dann schnapp ich ihn mir, nehme ihn noch ein Stückchen mit vor. Andererseits scheint er ohnehin nicht da zu warten, wo ich gesagt habe, bleib zurück, sondern da in der Höhle. Okay, gut. Dann eben nicht. Dann werde ich den Drachen erstmal alleine versuchen. Denn ich schätze mal, mit Massensterben ist er dann doch ein bisschen einfacher als ohne. Auch wenn ich dann Angards Unterstützung habe. Dachte gerade, da wäre ein Pilz gewesen. Aber gut. Die Echsenmenschen und die Echsenschwerter, wie gesagt, sind mir egal. Dracheneier. Die Dracheneier würde ich gerne mitnehmen. Ich frage mich, was man damit tun kann. Wo ist meine Fackel? Da ist meine Fackel. So, bevor ich da jetzt hingehe, auf jeden Fall einen Spielstand speichern. Und ehrlich gesagt, die Dracheneier, die nehme ich noch mit in den Spielstand, sonst muss ich das vielleicht nochmal machen. Moment. Bevor ich zu den Drachen gehe, wollte ich nochmal, ich wollte vorhin schon schauen, aber ich habe tatsächlich das Seelenruf-Amulett an, was mich vor den Suchenden schützt. Jonas göttliche Aura wäre auch ganz nett, für den Kampf gegen den Drachen, aber ich will mit den Drachen sprechen, ne? Dafür brauche ich doch das Auge Innos. Und das möchte ich gerne speichern, bevor ich es nämlich jetzt verkacke und dann wieder vergesse beim nächsten Mal. So, und wir kämpfen hier gegen, ja, Feodaron. Bleib stehen, Mensch! Alle meine Sinne sagen mir, dass der Mörder meines eigenen Fleisch und Blutes vor mir steht. So? Wen nennst du ja Mörder, du Ausgeburt der Hölle? Du hast meinen Bruder Feomatar auf dem Gewissen und dafür wirst du bezahlen. Mach nicht so einen Wind, lass uns zur Sache kommen. Du hast es weit gebracht, kleiner Mensch, aber diese Hallen wirst du nicht mehr lebend verlassen. Okay, schauen wir mal. Sollte ich was erzählen, wollte er mir nicht. Okay. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen hier weg in Deckung. Noch ein kleines bisschen. So ist perfekt. Denn jetzt kann ich Innos göttliche Aura anziehen, die mich vor dem Schaden schützt. Und noch ein Feuerdrache. So langsam habe ich die Biester satt. Das Einzige, was ich will, ist über den Abgrund zu kommen, der sich hinter dem Feuerdrachen auftut. Ja gut, ich könnte auch einfach vorbeirennen, ne? Mal so gesehen. Aber nein. Hep. Du triffst mich nicht. Du triffst mich nicht, aber ich treff dich. Na, das tut ihm schon gut weh. Und er kann mir halt irgendwie gar nichts, so gefühlt. Drachenfeuer 85 macht echt weniger als 85 Schaden in einem. Ich dachte gerade. Ja, das ist ein Anzeigebug, okay. Das war gerade gruselig, weil es kommt ja bestimmt noch der Oberdrache am Ende und für den brauche ich ja das Auge Innos nochmal. Hui, das wäre gruselig gewesen, wenn der jetzt wirklich verschwunden wäre. Links, links, rechts, dreimal rechts und dann links. 38 Gold. Und dafür habe ich zwei Dietriche verschwendet. Ah, unglaublich. Der hat mir gerade gar keinen Schaden zugefügt, dieser Drache. Okay. Wir haben hier einen tiefen Abgrund. Hm. Tja. Gut. Ich würde mal sagen, es ist 15.57 Uhr. Eigentlich ist es Zeit für Feierabend, oder? Ich gehe zurück zum Schiff. Hau mich aufs Ohr. Quatsch nochmal mit den Leuten. Verkaufe ein paar Echsenschwerter. Und komm dann nochmal mit Angar zusammen hierher. Vielleicht hat er ja eine Idee. Ah, ich hab tatsächlich gerade eine Idee. Warte mal. Mann, bin ich blöd. Dafür ist doch der Bogen bestimmt, oder? Würde mich wundern, wenn nicht. Der Bogen ist doch bestimmt genau dafür da, dass man irgendwelche Schalter auf der fernen Seite drücken kann. Das mache ich jetzt mal eben noch, den Versuch. Ha, schau mal einer an.
Frage ist, hat es getroffen? Ja, vielleicht muss ich näher ran. Ach, die Brücke kommt schon. Ha! Wer sagt's denn? Perfekt. Unglaublich. Mann, bin ich gut. eiskalt kombiniert. Gut, aber wie gesagt, ohne Angar gehe ich hier erstmal nicht weiter. Mir fehlen übrigens genau 300 Mana. Das heißt nochmal 6 hiervon. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. So, und dann schnappe ich mir jetzt Angar und gehe mit ihm über die Brücke. Von wegen Feierabend. Puh, ein echter Held macht keinen Feierabend. Okay, vielleicht später irgendwann. Aber jetzt erstmal Angar holen. Ich hoffe nur, ich muss ja nicht jedes Mal wirklich komplett zurücklaufen, wenn ich sage, bleib zurück. Also bleib zurück heißt für mich eigentlich so, warte mal hier, ich hol dich gleich wieder ab. Nicht, geh zurück an den Anfang. Und am Ende ziehe noch 4000 Mark ein oder so. Angar, bist du jetzt der Ork-Häuptling oder wie? Hey, du. Folge mir. Geh vor. So, wie geht's ihm jetzt eigentlich, nachdem der Drache tot ist? Hilft das gegen seinen Kopfweh? Wie geht's dir? Die Kopfschmerzen sind unverdammt. Ne, da hat sich nichts geändert. Nun gut. Was war das? Was genau war das gerade? Keine Ahnung. Ich könnte mal heiliges Geschoss gegen einen Drachen versuchen. Warum eigentlich nicht? Wie viel Mana habe ich? 370. Wie viel kostet ein heiliges Geschoss? Heiliges Geschoss kostet 60. Tatsächlich. Ich kann zwei Todeswelle und dann nochmal ein heiliges Geschoss. Oder andersrum. Ich kann gegen einen Drachen erstmal ein heiliges Geschoss machen. Um zu testen. Und wenn ich damit nicht zufrieden bin, kann ich trotzdem noch zweimal die Todeswelle zaubern. Gefällt mir. Warum liegt er jetzt hier? Den habe ich hier aber nicht getötet. Da ist nichts zu. Lebt er noch? Nee, der lebt nicht mehr. Der wurde nur wahrscheinlich aus dem Speicher gelöscht und dann neu geladen. So, ich bin hier mit Angar. Ich werde hier eine Runde speichern. Denn wer weiß, was hinter dieser Brücke auf uns wartet. Vielleicht sollte ich, wenn es hier Suchende gibt, das Seelenruf-Amulett anziehen. Wow, als hätte ich es geahnt. Das wusste ich wirklich nicht, ohne Scheiß. Ich habe mich vorausgespielt. Du bist gekommen, in mein Steinhaus zu fordern. Aber dazu musst du erst an mir vorbei. Ohne Witz, ich verarsche euch nicht. Das war... Okay, da ist keiner. Das war ohne Scheiß... unbeabsichtigt. Ich habe mir echt einen Schritt, bevor es zu spät war, überlegt, das richtige Amulett anzuziehen. Nein, das ist mein Gold. Okay, was gibt's hier drin in dem Turm? Okay, hier unten ist nix. Ich würde gerne Angar sagen, dass er hier bleiben soll, weil ich fürchte, dass er runterfallen könnte, wenn es da hochgeht. Man rausschauen auf die Brücke, nehme ich an. Ah, ein Schalter. Okay. Zweimal links, zweimal rechts. Ein Fisch, etwas Schwefel und ein Mana-Trank. Sehr schön, ein Mana-Trank. Ich mag ja Mana-Tränke. Links, rechts, rechts. Okay. Und ein Heiltrank. Ja, auch nicht schlecht. Und ein paar Pfeile nochmal. Okay. Ich drück mal den Schalter. Was soll schon passieren? Angar, wo bist du? Mach bitte keinen Scheiß. Sag mir nicht, dass du runtergesprungen bist. Angar, wo bist du? Och nö. Ist jetzt runtergefallen. Keine Ahnung. Keine Ahnung.
Wegfindungs-KI ist ja echt nicht die beste. Er war doch mit mir im Turm drin, oder? Ich dachte schon. Na, vielleicht kommt er ja wieder. Wenn ich weit genug weggehe, spawnt er vielleicht neu. Nun gut, ich werde jetzt erstmal hier hochgehen und vermutlich den zweiten Schalter ziehen. Ja, da ist noch einer, genau. Jetzt ist irgendwas passiert. Klang nach einem Tor. Links, rechts, links, rechts. Links, rechts, links, rechts, rechts. Und dann einmal links. Und dann ist die Truhe offen. Und das hat sich voll nicht gelohnt, so viele Gittriche zu verschwenden. Ach ja. Egal. Ich werde jetzt hier nicht cheesy einfach laden. Und nur das tun, was sich lohnt. Nein. Nein, nein, das tue ich nicht. So. Ein niederes Skelett. Und Angar ist leider weit und breit nicht zu sehen. Dafür ein paar Grafikfehler. Gut, ich würde mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und beim nächsten Mal kümmere ich mich um diese netten kleinen Gestalten, die dort in dieser Halle auf mich warten. Bis dahin, auf Wiedersehen.